Erst der heiße Sommer, dann die gemeine Blattlaus. Die Mooswände in der Reutlinger Lederstraße haben es nicht leicht. Dennoch sollen sie noch bis in den Sommer bleiben. Ob die Pflanzen tatsächlich so viele Schadstoffe aus der Luft filtern, wie ihnen nachgesagt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Exakte Messwerte liegen nämlich noch nicht vor. Trotzdem verlängert die Stadt das Projekt. Die auf den Wänden gepflanzte Fetthenne soll, was die Luftreinhaltung angeht, so effektiv sein wie 275 Bäume.